Hallo, herzlich willkommen im Hochlandgarten. Endlich nach der langen Zeit, die es jetzt Ende April noch mal so kalt war. Heute ist der erste Tag, an dem die Sonne mal wieder richtig ordentlich rausgeschaut hat und es auch einigermaßen warm war. So um die 12 Grad haben wir hier jetzt. Wir gehen jetzt mal durch den Garten. Da hat es schon einiges ein bisschen mitgenommen durch die Kälte. Andres schaut aber ganz gut aus. Ja, lasst uns einfach mal starten. Ich bin jetzt gerade hier am Gartenhaus. Da ist alles in Ordnung. Und jetzt werfen wir mal einen Blick nach draußen zum Gartenteich und den Blümchen und dann gehen wir mal langsam durch. Viel ist noch nicht passiert, aber das, was drin ist, manches schaut echt super aus. Kommt mal mit. So, der schwenkt nach draußen. Hier der Gartenteich. Da gehen jetzt die Wasserlilien raus und der Rohrkolben kommt hoch. Ja, ihr seht, die Tulpen, die hat es ein bisschen erwischt. Die werde ich jetzt dann demnächst kappen, die Blüten. Manche kommen da hinten wieder frisch raus oder noch frisch raus. Passt alles wunderbar. Auch da gar nicht so schlecht. Hier bei uns im Garten ist immer relativ gut geschützt. Dann gehen wir mal darum. Hier habe ich ein bisschen angesät. Das kommt auch so langsam raus. Wasseranschluss ist auch leider noch nicht vorhanden. Ja, hier der Flieder, Sommerflieder, ich weiß, wird immer verschimpft, aber so schlecht ist der gar nicht und ausbreiten tut sich hier auch nichts. Hat es ein bisschen erfroren. Was es erfroren hat, ist hier unser Baum. Das ist ein Tulpenbaum. Da hat es nicht so gut ausgehalten wie die Namensverwandten, die Tulpen. Da sind lauter braune Blätter dran. Ja, und bei den Erdbeeren, auch hier schwarze Blüten. Also ich gehe davon aus, dass die hin sind. Entweder wir zwicken die da nochmal raus. Aber es sind hier auch noch welche da. Die kommen jetzt wieder. Die Erdbeeren, die werden sich gut erholen. Ja, wie es bei den Beeren hier ausschaut, kann ich noch nicht sagen, ob die es überstanden haben oder nicht. Manche ja, manche nein. Wird sich zeigen. Ja, die Äpfelbäumchen, dieser frisch gesetzte Apfel, ein Grafensteiner, der hat so schön geblüht. Vielleicht kommt noch mal was. Vielleicht sind noch Blüten zu, die noch nicht betroffen sind. Könnte sein. Schauen wir mal. Hier also vor dem Apfel habe ich Zuckererbsen gesät und da, wenn man jetzt unterm Stroh guckt, keimen die jetzt schön langsam raus. Super. Hier liegen schon Kartoffeln drin. Hier haben wir unser Gemischtbeet. Salate, rote Beete. Und ich zeige euch dann mal, wenn ihr dran bleibt, den Unterschied zwischen dem Beet, das nur mit einer Glasscheibe abgedeckt ist, wie dem hier, und einem Beet, das mit Doppelstiegplatten gedämmt war. Das ist ein deutlicher Unterschied. Also bei den roten Beeten sieht man es dann später ganz arg. Knoblauch ist da, wird es überstanden haben. Nach dem ganz kalten Frost hatte ich dann Salate noch einmal gesetzt. Die stecken hier unter den Häubchen. Der Blumenkohl, angeblich eine winterharte Sorte. Ach, guck mal her. Da ist schon ein schönes Köpfchen da. Da machen wir wieder ein bisschen zu, damit er nicht so gelb wird. Ne? Könnte ich jetzt vielleicht mit einer Klammer machen. Aber ich mache hier wieder Einhandvideos. Machen wir es so. Hier hatte ich Möhren gesät. Man sieht auf den ersten Blick noch gar nichts. Aber wenn man auch da schaut, auch da kommen die Möhren jetzt raus. Erstaunlich, wie die trotz alledem mit der Kälte umgehen. Da oben ist noch alles leer, fast. Und hier auch Kartoffeln, nochmal Kartoffeln. Auch diese Apfelbäumchen sind ja glimpflich davon gekommen. Ich habe die ein bisschen abgehängt mit einem Vlies, wie als die Nacht mit 7 Grad minus angesagt war. Ja, und du bist auch wieder da. Unsere fleißige Mausejägerin hier. Jetzt wird erstmal die Katze gefüttert. Ja, die Pfingstrosen stehen auch schon in den Startlöchern. Ja, die sind so krass, die kommen hier
Ja, jetzt sieht man es nur, ich habe es schon rausgerissen. Die kommen, die wachsen hier aus dem Hochbeet wieder raus. Ja, nervig. Da kommen noch mal Tulpen. Hätte jetzt fast vergessen, hier mal ins Gewächshaus reinzuschauen. Da hatte ich mir jetzt über die kalte Nacht einen Frostwächter reingestellt. Und siehe da, auch da stehen die Tomaten eigentlich ganz schön da. Problem hierherin ist Blattlaus. Irgendwie hatte ich da letztes Jahr schon Blattläuse herin und habe das versäumt, die ordentlich zu bekämpfen. Ich habe mir jetzt mal Florfliegenlarven bestellt, da liegen noch die Schachteln. Ja, ansonsten hier Kohle und habe das gut überstanden. Die habe ich vorhin erst mitgebracht, die standen jetzt nicht hier draußen. Da ist eine Salatplatte. Naja, kommt so nach und nach. Das sieht man noch nicht viel. Okay, gehen wir nochmal nach unten. In der 4 ist, habe ich euch ja schon mal dieses Kohlschutznetz gezeigt. Und ich dachte oder denke, das hat auch gegen die Kälte etwas geholfen. Hier die Beeren. Ja. Mit etwas Glück, denke ich, passt es. Salbei auch wunderbar. Hier haben wir noch einmal Zuckererbsen und andere Erbsen. Hier haben wir wildes Durcheinander mit Kartoffeln. Da ist noch nichts drin. Hier stehen Winterzwiebeln. Die Erdbeeren auch hier, gleiches Bild wie oben. Hier beim Kohlbeet. Ach, ich denke, das schaut ganz gut aus. Hier nebenan die Quitte. Die scheint jetzt erst zu blühen. Ich dachte, die hätte schon geblüht, aber irgendwie habe ich mich da wohl getäuscht. Kommt jetzt was raus. Hat es wohl dann auch überstanden. Die Feige, die habe ich noch eingepackt. Die hat ordentlich gelitten über den Winter. So, und jetzt schauen wir mal hier in das Beet mit den Doppelstegplatten. Die sind so, naja, 12 mm Deckel, ist ein Zentimeter dick Doppelsteg. Und hier ist Kohlrabi drin und Wirsing, alles ein bisschen sehr eng gepflanzt, aber so mache ich das hier. Hat eigentlich immer ganz schön geklappt. Später dann im Jahr kommt dieses Umrandungsding dann weg und die Pflanzen können auch eher noch nach außen wachsen. Was interessant ist, was ich gesagt habe mit den roten Beeten. Naja, Blatt wieder im Weg hier. Und da sieht man schon deutlich, dass die schon schöne Fruchtansätze dran haben. Oder ja, wie sagt man da, Wurzelansätze. Und die sind wirklich im gleichen Zuge gesät und ausgepflanzt. So ist der Unterschied. Ja, es blüht. Ach ja, die Maulbeere, die schaut ganz schön beleidigt daher. Also da sind die Blätter ordentlich erfroren. Ich denke mal, die treibt aber noch mal. Und auch der Rosmarin schaut, der hat so dunkel geworden jetzt. Also ich denke, den hat auch der Frost ein bisschen erledigt. Da unten drin, das ist keine, es ist schon eine Physalisart, aber das ist die normale Lampignonblume. Die wird halt nur als Zierpflanze verwendet. Essbar, weiß ich nicht, aber genießbar ist sie nicht wirklich. Die schmeckt einfach nicht gut. Aber da ist auch ein leichter Frost dran. Aber ich denke, das Gröbste haben wir überstanden. Ja, jetzt gehen wir nochmal in den Tunnel rein. Da schleichen wir uns mal rein. Ich mache gar nicht so weit auf. Ich will die Wärme herin behalten. Hier steht der Mangold. Wunderbar. Auch da Spitzkohl. Die Salate sind super. Och, die Eissalate sind ein Traum. Ich glaube, die dürfen wir jetzt aber dann fast mal raus. Weil die lassen die mir nicht hochgehen. Da hinten, das soll ein Blumenkohl werden. Oh, da haben die Schnecken ordentlich dran gefressen. Aber das Herz an sich, glaube ich, ist noch ganz. Da passt alles. Und hier die Salate. Auch wunderbar. Ich hatte hier drei Versuchstomaten. Zwei davon hat der Frost erledigt. Die waren dann ganz glasig und kaputt. Die hier,
Das ist einer meiner, ja, Versuchstomaten. Das waren eine dieser kümmerlichen. Und die schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich denke, die braucht jetzt ein bisschen Zeit und dann erholt sich die gut. Denken wir wieder zu. Es wird heute Nacht nochmal so um die 2 Grad angeblich. Ich will jetzt da nicht mehr viel riskieren. Ja, Schnittlauch. Der Knoblauch ist vom letzten Jahr, den hatte ich vergessen. Und heuer ist er riesig, wenn die Knollen auch so riesig sind. Einmal reingraben. Naja, sieht man noch nicht viel. Aber ich denke, da kommt noch was. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Hier unter dem Kohl, Kohlrabi und Spitzkohl ist ein Spinat. Der schaut auch gut aus. Der wird jetzt demnächst mal rausgeschnitten oder zumindest teilweise beerntet. Auch hier unter der Glasscheibe links und rechts die Möhren, in der Mitte der Salat. Wunderbar. Also die Kälte hat mich mehr frustriert als die Pflanzen, glaube ich. Jetzt hoffen wir, dass es ab morgen besser wird. Jetzt war der Vormittag so schön, aber jetzt ist schon wieder alles zu. Ja, in dem Beet daneben haben wir hier nochmal Mangold, Porree, also Winterporree, glaube ich. Hier auch nochmal Möhren, die auch schon jetzt rauskommen. Zwiebeln und da hinten nochmal so Restsalatpflänzchen, die ich nicht wusste, wohin damit. Muss jetzt nochmal gegossen werden. Ist nämlich schon wieder trocken, trotz eben der langen Kälte und auch ja, den Niederschlag. Aber hier drunter kommt natürlich nichts rein. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Rundgang in unserem Garten diesmal. Da ich ja neulich die Tomatenpleite oder die Tomatenkatastrophe hatte, stimmt mich das hier im Garten schon wieder viel positiver. Das liegt auch daran, dass das Wetter einfach wieder besser ist. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Schöne Grüße an den Christian. Vielen Dank. Ich komme mal auf dich zurück. Ja, lasst ein Like da, drückt einen Abo-Knopf. Bis bald. Obwohl es natürlich draußen gar nicht so besonders warm war, hier im Tunnel und auch im Gewächshaus kommt natürlich kein Wasser hin. Muss ich jetzt nachholen, ein bisschen gießen. Ich gieße das mit einer Pumpe aus dem Regenfass. Leitungswasser haben wir nicht angeschlossen und das wäre ja jetzt auch Verschwendung. Die Tomate kriegt direkt erst einmal nichts ab. Aber auch hier, wo noch nichts wächst, wird jetzt schon mal vorgewässert, dass wenn was reinkommt, schon etwas Feuchtigkeit da ist und die Pflanzen was finden.